Jedem Helden eine gute Runde. Nehmen wir den Rechtsklick, um die schön poken zu können. Wer ist denn mein Support? Nabesh. Okay. Übrigens habe ich ein Video gemacht gestern, weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt auf YouTube, warum, oder die Entwickler von Overprime haben sich gemeldet und haben gesagt, dass die Spielerzahlen sehr stark eingebrochen sind und dass sie sich dessen bewusst sind und dass sie versuchen, da jetzt gegenzusteuern. Und ich habe ein paar mögliche Gründe aufgezählt, warum das so sein könnte und was die größtmöglichen Gründe sind, was hier halt passiert. Also falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, findet ihr bei mir auf YouTube. Einfach Ausrufezeichen YouTube. Dann kommt ihr auf meinen Channel. So. Okay, wir tun einfach wieder so, als wären wir alleine. Der Nabesh hilft noch gerade beim Red Buff. Ich werde mal ein bisschen freezen. Bin gespannt, was der Nabesh so... Oh. Das war schon mal daneben. Oh, Minion bleibt stehen. El Minion, El Minion. Oh, jetzt ist er in der letzten Sekunde. Ich dachte, okay, länger kann er nicht mehr laufen. Und dann dreht er genau dann ab. Schwein. Du Schwein, du Schwarzes. Jetzt habe ich ihn aber. Oh, Nabesh hat auch verkackt. Muriel steht sehr weit hinten. Die wird da keine Erfahrungspunkte bekommen, so weit hinten, wie sie steht. Alter, macht schon Damage. Nabesh holt sich den Ward. Sehr gut. Immer die Warden. Wenn die Warden, musst du die Warden. Hier. Zum Glück macht das Vieh nicht viel Schaden. Ja, ich mach noch keinen Damage. Nein! Oh, er hat noch ein Schild bekommen. Ja, okay, dafür ist Muriel halt da, ne? Die hat keinen Stun. Nee, so weit geht's nicht. Schade. Schon wieder einer tot aus meinem Team. Wo wirft denn der Nabesh die Keule hin, Alter? Vor allem, er schleudert halt auch seinen Stun einfach die ganze Zeit raus. Ob es gerade Sinn macht oder nicht, Hauptsache er wirft die Keule. Er hat so einen inneren Drang einfach, die Keule zu werfen. Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt wegzugehen, oder? Ja, ich nehme mal ein Wort mit. Was soll's. So, also die haben eigentlich gar keinen Tank im Team. Die haben zwei ADCs. Ich weiß nicht, was Sina baut. Kann sein, dass sie natürlich auf Tank geht, müsste sie eigentlich. Wo ging der Schuss hin? Ich hab. Das Fadenkreuz ist halt manchmal so groß, dass ich die Spieler nicht sehe. Oh. Und der Bogen hängt da noch so davor. Oh, Nabesh, heil mal hoch. Jetzt habe ich ihn erwischt. Und wieder erwischt.
Da kann auch eine Muriel nichts mehr machen. Ach du Scheiße. Jo, ich konnte nicht mehr blinken. Sina 2 Kills. Was hat Sina gebaut? Baut erstmal auf Damage. Dann gehe ich doch mal weiter auf Cremetörtchen. Wenn ich den Ward verkaufe, kann ich mir das Ding holen gleich. Noch 10 Gold. So. Boah, was geht da in der Mitte ab? Da stirbt wieder einer. Und 2 zu 7. Cool. Die machen natürlich jetzt den Raptor. Auch 4 Leute hier auf der Lane. Also das wird, glaube ich, keine gute Runde. Ach du Scheiße. Die ist durchs Portal gegangen, hä? Jetzt ist sie. War es ein Double Kill? Ich weiß es nicht. Sie ist nicht durchs Portal gegangen. Hä? Die war gerade noch hinten im Tower. Ist halt ärgerlich, dass sie jetzt den ersten Raptor bekommen haben. Der macht halt schon was aus. Ich mach irgendwie gar keinen Schaden. I don't know. Ich check nicht, seitdem das Spiel draußen ist, warum die Namen so sind. Weil sie jetzt auf Deutsch sind. Und vorher gab es keine deutsche Version. Oh, die Sina rennt einfach rum und metzelt alle nieder. Okay, Nabesh hat Ult. Ich theoretisch auch. Nur nicht mehr so viel Mana. Hat auch nicht mehr viel Mana. Eigentlich müssen wir zurück. Das Schild von Muriel ist echt zu krass. Ach du Scheiße. Ich bin sowas von tot. Wo kam der denn her? Wisst ihr, was eigentlich auch ein geiles Item ist? Das Schwert. Verringert die physische Verteidigung des Gegners um 4% und erhöht die physische Verteidigung des Helden. Jedes Mal, wenn ein Gegner viel Schaden erleidet. Das ist halt schon krass. Ich baue das hier als nächstes. Wir brauchen Wards. Mehr Wards, mehr Wards. Wer ist denn jetzt an der Bellica? 5 zu 10. Also kriegen wir das noch gedreht? Steht 2-2. Raptor ist Englisch für Raubvogel. Keine Ahnung. Nee, glaube ich nicht. Raptor? Ja, weiß ich nicht. Raptor ist von Dino.
Ah, also die Sina ist so momentan die einzige, die es uns sau schwer macht gerade. Die holen nämlich gerade, die holt nämlich gerade den Tower da hinten. Oh, der Schuss ging daneben. Gut. So, wir haben den Turm. Ja, schade. Ja, ich wusste, dass ich hier was höre. Alter. Nabisch, Nabisch, geh raus. Komm, Murdoch. Sehr gut, Sina kommt. Pass auf, Sina kommt, Sina kommt. Ach du Scheiße. Jo, die ultet mich jetzt. Ja, er hat sie festgewurzelt. Ja, sehr gut, er hat sie. Sehr gut. Okay. Ja, ich kaufe das hier. Ich verkaufe den Wort wieder. Nee, ich verkaufe das hier wieder. Dann kann ich noch ein bisschen magische Verteidigung mitnehmen. So, der Raptor ist da, Leute. Mal kurz an meinem Tee nippen. Hab vorhin eine Sparrow gehabt, die hatte nur Tränke gekauft, um 0,10 gezockt. Moment. So, der Howie. Den kriegen wir doch, oder? Ah, Murdoch hat ihn. Jetzt haben wir hier ein paar Leute. Alter, meine Maus. Ah, er geht durchs Portal. Lol, er geht doch nicht durchs Portal. No, ich komme auch nicht durchs Portal. Geht durchs Portal. Ah. Oh. Okay, wir brauchen jetzt mehr Damage. Ah, die Sina, Alter. 6-4. Raptors aus Latein heißt eigentlich schneller Räuber. Das ist kein Name, also benannte man den Raubvogel. Aber alles tut, ist nur so eine Frage. Bin nicht so informativ wie du. Ich habe auch keine Ahnung. So, nächstes Item. Wir müssen den Raptor machen. Wir müssen jetzt um den Raptor spielen, weil die haben einen. Und ich meine, das erhöht ja all deren Sachen um 4% momentan. Das heißt, 4% werden ja mehr, je höher die absoluten Zahlen werden. Severok da oben. Au. Kann die Miner von mir weghalten, Alter? Ich muss mal das dahin machen. Komm, route ihn, route ihn. Dann kommt ihm nicht hinterher, Alter. Der Narbe stand ihn halt auch nicht. Ah, jetzt kriegt er noch eine Ult ab. Okay. Jetzt muss der Twin Blast dran glauben. Oh, sehr gut.
Ah, er hat halt eine Muriel hinten dran. Er ist rausgejumpt. Baby Prime ist wieder da. Ach, guck mal. Die fighten so lange, dass die anderen wieder gespawnt sind. So ein Scheiß. Ich brauche meinen Nabesh jetzt. Weiß nicht, ob die ein Ward haben. Ich brauche meine Nabesh. Nabesh, heile mich. Ich denke, dieses Gerät hier. Oh, die kommen alle. Sowas von raus. Ich gehe mich schnell heilen, komm wieder. Ah, Bellica stirbt noch. Scheiße. Kann ich noch ein Item holen? Ja. So, ich komm mit einem stärkeren Item wieder. Oder mit einem stärkeren Pilz. Sehr gut. Murdoch hat den Twin Blast geholt. Den Howitzer kriege ich. Oh, der hat mich 200 Meter weit weggedrückt. So, Nabesh tankt den Shit. Mein Sina ist schon wieder unterwegs. Ich schieße so langsam, ich mache gar keinen Schaden. Haben die Sparrow irgendwie genervt oder so? Wir haben halt jetzt auch kein Smite dabei. Boah, Nabesh. Oh, kein Scheiß. Sehr gut. Autsch. So, der Boy muss wieder tanken. Ach, da kommt Howitzer. Muss Nabesh nicht hochheilen. Ja, unser Team kommt nicht. Du hast mich tot. Unser fucking Team rotiert halt nicht. Das ist so nervig. Und jetzt habe ich noch ein falsches Item gekauft. Egal. Ich muss es verkaufen. So. Das muss ich wohl nochmal kaufen. LOL, er hat ihn zurückgedrängt. Er muss sich brutal, oder? So. Ja, der Prime ist sowieso jetzt weg. Der ist despawned, weil... Oh, die Sina, Alter. Digga, ich treffe sie nicht. Aua. Headshot. Okay, der große Prime ist jetzt da. Ne, da sind zwei. Weiß nicht, ob ich weg muss, aber ich will eigentlich meine 50% mehr Damage machen. Ne, 25% mehr. Okay, ich baue als nächstes Lebensraub.
Meine Items sind voll. Egal. Ich baue als nächstes Lebensraub. Die hätten meiner Meinung nach Voice Chat implementieren müssen. Das ist ein Team-Game. Keiner hat Lust zu schreiben, keiner hört drauf. Ja, aber Voice Chat ist auch voll oft... Das sind so nervige Leute. Ich würde den eh ausmachen. Weil wer nicht auf Pings hört... Digga. Wer nicht auf Pings hört, der hört auch nicht auf Voice Chat, glaube ich. Also man muss halt einfach wissen, was abgeht und was nicht. Alter. Die haben mal halt zwei Carries hier dabei. Ich glaube, ich baue die Armbrust als nächstes. Wenn ich das hier gebaut habe. Weil die haben halt zwei Carries. Ich meine, wir auch, aber... Die haben ja keine Tanks und die haben Carries und der Bogen ist gut gegen Carries. Hilft der Bellica, hilft der Bellica. Gut, Muriel ist tot. Wenn er die jetzt auch noch bekommt, kann ich mir Lifesteal kaufen? Nein. Egal, wir müssen den Prime machen. Go. Der Nabisch soll hochheilen, der hat noch fast halbes Mana. Noch einen Weg. Sieht doch gut aus, Leute. Sieht doch gut aus. Das Beste am Prime zu machen ist eigentlich nur, dass die Gegner den ich bekomme. Scheiße. Die kloppt mich so instant weg. Ah. Ich brauche den Lifesteal. Also eigentlich mein Item, was auf der 2 liegt momentan, hätte ich gar nicht bauen müssen. Das war ein Fehlkauf. Weil die haben gar keinen Stun. Macht halt keinen Sinn, dass ich den Clans gebaut habe. Ich überlege, ich gucke gerade, was ich sonst hätte bauen sollen. Vielleicht tausche ich den nachher aus. Aber ich habe ihn jetzt erstmal gebaut, aber ich werde ihn nachher austauschen, wenn ich Richtung Fullbild gehe. Ich werde mein Bild noch ein bisschen optimieren. Genau, wir müssen zum Prime Spirit. Nabesh sieht das richtig. Leute, ihr müsst euch beeilen. Es dauert voll lange gerade. Bis sie alle dahin geflogen sind. Komm, Nabesh. Alter, ich komme hier nicht drüber. Ich habe ihn gehittet. Sehr gut, Murdoch. Blöd ist, sie haben jetzt den zweiten Prime Geist bekommen. Das heißt, sie sind wieder einen vorne. Ach du Scheiße, ich hänge fest. Bin am Weg. Boah, der hat so viel Schaden bekommen. Und noch ein paar Minions drin. Braucht den Heal vom Nabesh. Komm, einfach zergen. Einfach zergen. Einen habe ich. Zwei habe ich. Ach du Scheiße. Wir bauen jetzt... Ja, okay. Ohne Minions rein.
Einfach ohne Minions rein. Sehr gut. Oh, schade. Oh, 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 oh. Die rasieren mich. Ich habe gar keinen Mana mehr. Ich muss back. Muriel ultet da einen noch. Nee, den sorry, Nabesh, Alter. Sorry, Nabesh, aber dahinter war noch die Muriel. Mein Nabesh hatte gar keinen Mana mehr. Da hätten wir gerade nicht viel reißen können. Ah, der rennt jetzt dem Sabrok hinterher. Egal, ich gehe auf Nummer sicher. Ich kaufe mir das Item. Und dann muss ich erstmal wieder farmen, weil ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Ich gehe mal den Blue Buff machen. Und die drei weißen Camps. Oder grünen Camps. Okay. So, als nächstes spawnt der Prime. Das heißt, wir setten jetzt alle Lanes, machen unseren Jungle leer. Als wären wir der Jungle leer. So, auf der anderen Seite kommen jetzt, wenn hier einer durchkommt, hau ich ihn um. Don't look up. Ich kann hier pushen momentan. Oh, warum laufen die alle so komisch? Die laufen hier voll die Kurve. Nein! Minions! Oh, ein Schuss! Ja, okay, Murdoch hat ihn noch erwischt. Ich habe noch den Assist bekommen. Oh, Muriel kommt da. Aber Nabesh kommt hinterher. Die Bellica ist richtig useless, Alter. Ja, Nabesh muss eigentlich zu Murdoch gehen. Anstatt... Oh. Da kommt jetzt bestimmt die Ult von ihr. Oh, schöner Stun, Nabesh. Schöner Stun. So, wir bauen jetzt das Item. Damit wir besser gegen Carries klarkommen. Weil hier seht ihr, jeder erfolgreiche Basisangriff auf den Gegner erhöht die physische Kraft des Helden um 10. Und verringert die Angriffsgeschwindigkeit des Helden für 5 Sekunden lang um 8%. Das heißt, wenn du 1 gegen 1 gegen einen Carry fightest, verringerst du seine verringerst du seinen Attack Speed und erhöhst aber deinen Attack Speed. Das ist halt richtig gut. Murdochs Ulte hatte ich um 1 cm verfehlt. Ja, lol. Hab's gemerkt. Ich bin 9-mal gestorben. Ist eigentlich gar nicht so gut. Oh, komm. Ich versuch's so schnell wie möglich hinzukriegen. Bevor mein, also solange der Sevrok da vorne noch fightet, versuche ich das Teil hier zu killen. Yes. Core hat ordentlich kassiert. Jetzt müssen wir das Teil hier bekommen, aber deren Inhib kommt gleich wieder. Oh, jetzt sind meine Ult. Ich bin tot.
Ja, gegen die kann ich nichts machen. Die geht mit ihrer Ulti in mich rein. So, er muss smiten, er muss smiten. Er hat keinen Smite. Wer hat denn den Smite? Wir haben keinen mit einem Smite. Lol, Bellic hat ihn gekillt. No one has Smite. Okay, das ist merkwürdig, dass keiner einen Smite hat. Ich verkaufe mein Starter-Item. Nee, bringt nichts. Okay, es ist zu wenig Geld. Ich krieg nur 350 oder so dafür. Die haben jetzt ihren Inhib wiederbekommen. Hallo Borat, was geht ab? Ah, ich bin 10-mal gestorben. Das ist halt. Mein Murdoch ist auch 9-mal gestorben. Was haben denn die anderen? Selbst Xena ist 10-mal gestorben, Twinblast 10-mal gestorben, Howitzer 12, Murdoch 10. Also es geht eigentlich, sind eigentlich alle 4 gestorben, außer unser Severog, aber der ist auch der Tank. Also der Severog ist richtig gut, aber irgendwie hat niemand einen Smite, was ich ein bisschen komisch finde. Ah, GG! Oh, herrlich! Oh. Zählt das als gute Runde? Ich würde sagen ja, oder? Ich würde sagen ja. Sparrow, komm. Das ist eine positive KDA, wir haben gewonnen, wir haben den Prime gemacht, 13, 10, 10 ist für mich okay. Wir haben das meiste Gold im Game und ja, den zweitmeisten Schaden aus dem Team. Der Murdoch hat mehr Damage gemacht als ich, aber egal, passt schon.